Also, wenn es eine Show gibt, in der es um eine Artistenschule in Quebec geht, die in einer ehemaligen Kirche untergebracht ist, und es tatsächlich in Quebec, das ist übrigens, das ist in Kanada. Das ist also von hier aus gesehen, da müssen Sie nach da und dann links, dann sind Sie eigentlich schon da. Also, wenn es tatsächlich eine Artistenschule in Quebec gibt, die in einer ehemaligen Kirche untergebracht ist, und zwar in der Second Avenue, ja, dann stellen Sie sich mal Folgendes vor. Da kommt doch tatsächlich einer auf die Idee, eine Show zusammenzustellen mit dem Namen Quebec Second Avenue. Und in dieser Show geht es um eine Artistenschule in Quebec in der Second Avenue, die in einer ehemaligen Kirche untergebracht ist. Und das Ganze ist jetzt zu sehen im GOP Varieté Theater auf dieser Bühne. Und da ist dann auch die Julie zu sehen. Und nicht nur das. Sie hat nämlich auch Regie geführt. Das ist eine Doppelbelastung. Das ist nicht immer so einfach. Aber es gibt ja Video, ne? Und dann geht das schon. Das hat sie uns erzählt. Erzählt sie Ihnen jetzt, weil wir Ihnen das zeigen, was sie uns vorhin erzählt hat. Es ist das erste Mal, dass ich Regie für eine ganze Show so mache. Also ein bisschen Regie für Nummern habe ich schon gemacht. Zum Beispiel jemand, eine Künstlerin oder ein Künstler fragt mich, er möchte eine Nummer machen und er möchte ein bisschen Regie in die Nummer. Darin habe ich schon gemacht. Aber eine ganze Show ist das erste Mal. Das Besondere an der Show Quebec Second Avenue ist der Zusammenhalt der Künstler. Normalerweise lernen sich die Künstler bei uns beim ersten Probentag kennen, kommen aus unterschiedlichen Teilen der Welt. Das ist bei dieser Show anders. Was Besonderes ist, ist, dass wir 10 Freunde sind, also, aber wirklich befreundet und Familie drin auch. So mein Mann und der Bruder von meinem Mann und dann ein sehr guter Freund auch da ist. Die Künstler kommen alle aus dieser Artistenschule in Quebec, zwar aus unterschiedlichen Jahrgängen, aber sie kennen sich alle. Und wir machen diese Show wirklich, weil wir zusammen Spaß haben möchten. Und die Stimmung, die rauskommt von der Show, ist wirklich Freude. Wenn wir die Show machen, ich mache meine Auftritte. Und wenn ich nicht meine Auftritte, wenn ich nicht auf die Bühne bin, dann ich schaue die Show an von der Kulissen, weil ich kann nicht vom Saal die Show anschauen. Und ich aufnehme die Show auf Video und nach der Show, nicht jeden Tag, aber ich weiß nicht, vielleicht jede Woche, ich schaue die Show an. Mehr wirklich ein Konzept, ein Show. Also alle Künstler sind am meisten immer auf die Bühne. So, es gibt Nummer, verschiedene Nummer, aber manchmal in eine Nummer sind andere Künstler auch auf der Bühne oder zwischen die Nummer kommen immer alle Künstler zusammen. Der Entschluss, ein Artist zu werden, hat schon sehr viel mit Entbehrung zu tun. Das ist wie Leistungssport. Das heißt, man macht sein Hobby zum Beruf, aber es ist extrem anstrengend. Und im Unterschied zu vielen Leistungssportarten ist Artistik natürlich ein Beruf, der zwar auch zeitlich begrenzt ist, aber lange nicht die Einkommensmöglichkeiten hat. Im Zirkusleben, es gibt viel Plätze, wo wir arbeiten können. Und es ist nicht immer einfach, weil du musst kämpfen, sodass du bekannt wird. Der Anspruch wird ein höherer, aber es sind mittlerweile natürlich auch die Trainingsmethoden sind andere. So wie ein 100-Meter-Läufer heute aufgrund des Materials, das er einsetzen kann, aufgrund der Trainingsmethoden einfach mal 2 Sekunden schneller läuft als vor 100 Jahren, so ähnlich ist es in der Artistik auch. Die Leute, die von der Zirkusschule rauskommen, müssen wirklich eine
Persönlichkeit auf der Bühne haben und ein artistisch, ich weiß nicht, wie ich sage auf Deutsch, ein artistisch Konzept haben.